Wir brauchen noch zusätzliche finanzielle Pakete, die uns bei der Stabilisierung helfen. Wir haben eine ganze Reihe von Reformen dafür verabschiedet. Letztes Jahr haben wir ebenso entsprechende finanzielle Unterstützung erhalten. Ich möchte mich bei den deutschen Steuerzahlern bedanken und sagen, die Unterstützung, das ist kein Geschenk. Wir geben das Geld zurück. Wir schätzen das sehr, sehr, dass wir das bekommen. Und von 9 Milliarden Dollar, die wir